Unser heutiger Studiogast beweist, dass aus Schlechtem durchaus auch Gutes entstehen kann. Im Appkick TV Talk sprechen wir heute mit Nedeljko Bratic von Nikola Tesla über die Flugkatastrophe am Balkan und die große Hilfsbereitschaft der Menschen. Herzlich willkommen, Nedeljko. Danke. Schön, dass du hier bist. Wie sehr hat dich die Katastrophe unten am Balkan, die Flugkatastrophe, betroffen? Ja, mich hat erstmal die Nachricht per Radio verbal erreicht. Unter einer Flutkatastrophe hat man so ein paar Bilder jetzt auch hierzulande elbauf- und abwärts gesammelt. Nur die Ausmaße da unten, die waren mir nicht so bewusst. Das Ganze wurde dann nachher umso bildlicher, als dann auch die ersten Videoaufnahmen, Bilder dann aus der Region über die Nachrichten dann irgendwie verteilt wurden. Und das war dann schon sehr bewegend, dass da schon ganze, nicht nur Städte meterweit unter Wasser stehen, sondern ganze Regionen, Landesabschnitte da komplett unter Wasser stehen. Ein erschreckendes Bild, was sich da unten abgibt. Ja, viele Schicksale hingen und hängen da auch noch mit dran. Viele stehen wieder vor dem Nichts, haben ihre Existenzen verloren. Und da seid ihr bei Nikola Tesla auf eine ganz besondere Idee gekommen, du als verantwortlicher Präsident, auf die Aktion Help for Balkan, das Benefizspiel, wo sich auch unter anderem ehemalige Bundesliga-Profis wie Ivan Klasnic die Ehre gegeben haben. Wie kam es dazu? Hat sich ein Ivan Klasnic sofort bereit erklärt? Also erstmal muss ich wem Ehre gebührt, klarstellen, dass das keine Idee der Funktionäre des Okay. Tesla-Vereins war, sondern das war allen voran die Idee unseres Trainers der ersten Herrenmannschaft, Eugen Helme. Und er hat da in diesem Zusammenhang sicherlich inspiriert durch das ein oder andere an Berichten, die Spieler schon im Zuge der bereits angelaufenen Hilfsorganisation, die wir hier schon haben, berichtet haben, während der Trainings, während der Spiele. Und dann eben, wie gesagt, auf die Idee gekommen, Benefitspiel zu machen, hat dort seine Kontakte bemüht über Alen Bešić und über ihn dann Ivan Klasnić gewinnen können, im Prinzip so ein Benefitspiel auf die Beine zu stellen. Und ja, überhaupt gar nicht, hat sich Herrn Klasnić bitten lassen. Er hat sofort zugebissen, hat gesagt, überhaupt gar kein Problem, wenn ich helfen kann, ich mache das gerne. Hat uns auch ein Stück weit überrascht, denn Herr Klasnic hat dann mit seinem guten Namen im Prinzip diese ganzen Prominenten dann kontaktiert, Gewinnen angesprochen, können. sie dann auch sehr kurzfristig, das Ganze hat er noch nicht einmal 14 Tage Vorlaufzeit gehabt, von der gedachten Idee eines Eugen Helmels bis nachher zum ausgetragenen Benefitspiel. Ja, wir haben ja als Elbkick TV auch darüber berichtet, eine rundum gelungene Aktion, sehr schöner Ausgang. Wie war denn die Resonanz bei den Spielern der Vereine, die mitgemacht haben? Wie kam die Idee von Eugen Helmel an? Da würde ich auch sagen, auch wiederum, dass die Spieler sozusagen die treibende Kraft waren. Wenn man im Prinzip ankündigt, dass sich dort eine Promi-Elf um Ivan Klasnic herum formiert, dann war natürlich die Bereitschaft, mal von der Hilfsbereitschaft und von der Solidarität abgesehen, natürlich auch für jeden Fußballer die Verlockung groß, dann auch gerne bei so einem Spiel dabei sein zu wollen. Ne? Und Na klar. Die Spieler kennen sich untereinander auch, besonders die jüngere Generation hat sogar schon freundschaftliche Beziehungen zueinander aufgebaut. Und ja, die waren dann ganz schnell bereit, sozusagen dort alle eine große Balkan-Auswahl, All-Star-Truppe zusammenzutrommeln, bis an die 30 Spieler und Für aus Help allen for drei Balkan. da mitzukicken. Und sie kamen natürlich auch alle so. Und wie gesagt, das war im Prinzip ein bereiteter Weg für uns, für die Vorstände aller drei Vereine. Und dann haben wir dann sozusagen diese kurze Zeit noch genutzt, um uns auszutauschen, dahingehend, wer dann welche Aufgaben übernehmen kann. Das ist uns auch sehr gut gelungen. Und ja, wie Sie schon sagten, das Benefitspiel wurde dann auch nach unseren Möglichkeiten auch sehr erfolgreich dann auch durchgeführt. Ja. Ja, waren Sie denn überrascht, dass es so angenommen wurde und dass dann serbische, kroatische und bosnische Spieler quasi so an einem Strang gezogen haben? Man hat für eine kurze Zeit vielleicht auch so diese ganzen jüngst geschichtlichen Auseinandersetzungen um den Jugoslawienkrieg jetzt nicht noch einmal bemühen zu müssen, eine kurze Zeit sogar ausgeblendet. Diese Flutkatastrophe, die hat so ein erschreckendes Ausmaß, dass erstmal alles so ein Stück weit in den Hintergrund geraten ist. Und nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach eben keine Selbstverständlichkeit.
dass diese Volksgruppen, die sich in den 90er Jahren da kriegerisch gegenüberstanden und bis aufs Messer bekämpft haben, dass sie dann in Angesicht einer solchen Naturkatastrophe solch eine Menschlichkeit und an den Tag ich will legen. Auch sagen, auch eine charakterliche Größe an den Tag legen und dann mal so einen Konflikt sicherlich nicht jetzt nicht wegwischen, aber erstmal in die zweite Reihe stellen und dann sich solidarisch zeigen und dann unterstützen. Ja, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Da kann man ganz gut den Schlenker zur aktuellen Lage im Fußball die Brücke schlagen, nämlich zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Wie sieht das Ganze denn da aus? Würde man sich da auch jetzt solidarisch zeigen hier in Hamburg und feuern die Kroaten denn auch die bosnische Mannschaft an und umgekehrt? Ich denke schon. Das ist ein Fußball oder generell der Sport. Man merkt es ja, unsere Sportler machen es uns ja vor. Ne? Das ist mehr eine Gemeinschaft, die nach Harmonie und nach Freundschaft und nach Austausch sehnt. Weniger feindselige, Barriere aufbauende Verhaltensmuster an den Tag legt. Und selten kann eine Sportart wie der Fußball eben solche Menschenmengen weltweit an einen Ort pilgern lassen. Sicherlich, wenn die Mannschaften aufeinandertreten, wird natürlich jeder treu seinem Land die Daumen drücken. Aber im weiteren Verlauf darf sich jeder dieser nationalen Mannschaften einer breiten Unterstützung sicher sein. Bei der Weltmeisterschaft wird es wahrscheinlich so sein, falls Bosnien und Kroatien aufeinandertreffen sollten, ist das frühestens wahrscheinlich im Halbfinale möglich. Also sehr spekulativ das Ganze noch. Man darf aber gespannt sein. Ich meine, die WM ist für Überraschungen gut. Man siehe Holland-Spanien. Nichtsdestotrotz, sie leiten einen Verein, bei dem serbische, kroatische und bosnische Spieler friedlich zusammenspielen. Wie funktioniert sowas? Spielen die Balkankonflikte in der sportlichen Hinsicht überhaupt keine Rolle? Eine untergeordnete Rolle auf jeden Fall. Wir sind eben zum Glück ein reiner Sportverein. Und deshalb ist der Sport bei uns in erster Linie das Hauptthema. Auch die Arbeit des Vorstandes dreht sich hauptsächlich eben um den Sport. Wir begrüßen als serbische Sportgemeinde natürlich auch Landsleute aus dem ehemaligen Jugoslawien, sozusagen ehemalige Landsleute, natürlich aber auch Spieler aus Deutschland und aus anderen Ländern, um ihnen auch über unseren Verein auch so ein bisschen unsere eigene Kultur näher zu bringen. Wir haben jüngst in der Vergangenheit ein paar Reisen veranstaltet, zum einen auch nach Bosnien-Herzegowina in die Teilrepublik, in die serbische Teilrepublik. Dort haben wir einen Partnerverein, der nennt sich Fußballclub Rudanka, eine kleinere Ortschaft. Also quasi Ortschaft, genau. Back to the Roots, so ein bisschen Wurzel- und Ahnenforschung in der Heimat. Belgrad war auch mit dabei, die Hauptstadt Serbiens, die wurde auch einmal besucht und eine schöne Art und Weise auch gerade dort den Mitgliedern unseres Vereins, die eben keiner serbischen Abstammung sind, sozusagen die serbische Kultur etwas näher zu bringen und den Austausch da auch hinzufördern. Was konnte man dahingehend für Reaktionen bei den Spielern ausmachen? Was hat das mit den Spielern gemacht? Das war doch sicherlich, ging es nahe. Neugier, natürlich, es war etwas Unübliches. Ne? Der stinknormale Mallorca-Urlauber wird sich da irgendwie mit ganz anderen Sachverhalten konfrontiert sehen. Was einen sehr großen Eindruck hinterlassen hat, war die Gastfreundschaft. Also man ist schon in die Gegend gefahren, besonders jetzt bei Bosnien und Herzegowina. Das ist ein Vorort von der Stadt Doboj, die ebenfalls bei der Flut betroffen war. Sehr stark betroffen war. Und ich möchte niemals zu nahe treten, aber eher eine ärmliche Region. Die verfügen nicht über solche finanziellen Mittel wie hierzulande. Und wenn man dann überlegt, was für einen Empfang sie da für uns sozusagen auf die Beine gestellt haben und auch über die wenigen Tage, die wir da haben, was die uns da als Programm oder mit welchem Programm sie dort aufgewartet haben, welche Wertschätzung uns gegenüber dann sozusagen erbracht wurde als kleiner Verein, der gerade mal so 100 Mitglieder zählt. Ne? Alle verfügbaren Mittel quasi für sie mobilisiert wurden. Nicht nur der Verein, sondern also der Verein selber hätte das auch nicht leisten können dort vor Menschen. Ort. Sondern staatliche Institutionen sind da im Prinzip, ne, das Kultusministerium und so weiter sind natürlich da eingesprungen. Und das war sehr beeindruckend. So, das haben die Spieler so mitgenommen. Wenn man überhaupt eine Kritik machen kann, die hatten dann am Ende gesagt, mein Gott, das war dann doch ein straffes Programm, ne, alles durchzumachen. Die brauchten auch eine gewisse Zeit, um all diese Eindrücke zu verarbeiten. Na klar. Das war schon prägende Ereignisse natürlich. Ja. Was glauben Sie, wenn die Lage am Balkan sich wieder normalisiert oder man einigermaßen wieder zur Normalität zurückkehrt,
Werden dann auch wieder die gedanklichen Mauern hochgezogen? Na, ich hoffe nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Konflikt da unten dazu beitragen wird, dass sich jetzt die Verhältnisse so darstellen wie vor einem Krieg. Alle Gruppen, alle Länder werden sehr gut dran tun, weiterhin diese Geschehnisse nicht unter den Teppich zu kehren, sondern weiter aufzuklären, sie weiter zu verarbeiten. Ich würde mir wünschen, wenn sie das dann in einem verstärkten Dialog tun, in einem Austausch und das nicht über die Ferne austragen, wie bei irgendwelchen TV-Sender oder Presse oder dergleichen. Der direkte Kontakt ist sehr wichtig und der führt auch zu ganz anderen Ergebnissen. So nicht, das ist das, was mir eigentlich jetzt auch so hängen bleibt durch diese Benefizveranstaltung, dass dort sich Menschen nach vielen, vielen, vielen Jahren wiedersehen, Menschen, die vor diesem Jugoslawienkrieg befreundet waren und jetzt sich nach schon fast zwei Jahrzehnten dann wieder treffen und sich auch wirklich darüber gefreut haben, ne? Aneinander und harmonisch zu begegnen, das eine oder andere Mal zu erfragen, ne? Wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen und so weiter. Da führt der Fußball wieder die Nationen zusammen. So ist das. Der bricht sozusagen, der reißt solche Grenzen und solche Barrieren ein. Das stimmt. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant und hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Dankeschön. Wir haben noch eine Kleinigkeit für Sie und zwar eine Edelnussmischung unseres Partners Wellnuss für den Genuss zu Hause. Bitteschön. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Kommen, Herr Bratic. Danke. Ja, liebe Zuschauer, das war der Talk mit Nedeljko Bratic von Nikola Tesla. Und auch wenn in Zukunft am Balkan vielleicht alte Rivalitäten bestehen bleiben, hat die jüngste Vergangenheit doch gezeigt, dass in Notsituationen die Menschen zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen.